Du bist 18, ich akzeptiere das einfach nicht. Ich meine das ernst jetzt, Kleiner. Ich meine das todernst. Du hast mir nichts zu sagen. Hallo. Hi, na? Was jetzt? So, komm mal heim. Na? Willkommen in meinem Zuhause. Hier ist mein kleiner Flur. Na, hier schminke ich mich immer. Spiegelein, Spiegelein auf der Wand. Gibt es das eine schönste aus dem Land? Nein. Na du. Spieglein, Spieglein an der Wand. Du bist ein bisschen selbstverliebt, hm? Wir lieben uns, weißt du, wir haben voll die beste Verhältnis des Lebens überhaupt schon. Sie versteht mich, ich verstehe sie. Ja. Da spielt Musik. Wo kommt die denn her? Ach, das ist meine Freundin Solase. Komm mal rein. Das kannst du mir jetzt mal vorstellen. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Wow, ihr bestätigt aber jedes Klischee über heiße Brasilianerinnen. Danke! Bitte, wer bist du? Ich bin die Julie. Ich bin die beste Freundin von Vanilla. Ich bin Tänzerin. Was tanzt ihr beiden denn so? Ja, unterschiedliche Arten von Tanzen, wie Samba auch so. Und auch Strippen tue ich auch. Echt? Du strippst? Ja, aber ich kann dann gleich dir die Hoffnung wegnehmen. Also, heute gibt's keinen. Och, Menno. Hier sind wir in meinem Schlafzimmer. Ich habe diese Wände vor kurzem gemacht. Da sieht man auch, dass es hier noch ein bisschen, habe ich gekleckert. Alles muss man selber machen lassen. Do it yourself, lass das jemand anderes. Ben Winka, Winter, was ist das? Herzlich willkommen. Ich weiß es nicht. Das ist eine komische Sprache. Was für eine? Ausländisch? Bestimmt. Nun aber rein ins neue Heim. Da wartet auf Make-up-Muffel Sandy die erste Anweisung. Spieglein, Spieglein, mach dich hübsch. Finde ich nicht so toll, weil ich persönlich stelle mich nicht 2 Stunden vor den Spiegel und schminke mich, weil ich bin auch ein natürlicher Mensch und gehe auch ohne Schminke raus. Das reicht mir komplett. Ja, kannst du dich von deinen Partys erholen? Partys? Nicht, dass es eine Familie ist, die jetzt hier nur Rambazamba macht. Wenn sie hier gerne Party macht, dann ist er bei mir an der falschen Stelle. Da schlaft. Zimmer. Der Boden ist sehr dreckig, eklig. Und die Farbe hier, wenn man fertig ist mit Pinseln, könnte man die abmachen. Das sieht nicht gerade lecker aus. Sind das Federn? Ach, das ist sehr schön. Was denkst du, wofür das ist? Samba, ich denke mal Samba. Wie kommst du da drauf? Weil diese Frauen, die Samba tanzen, bestimmt sowas umhaben. Ja dann, schwing die Hüften. Nee, ich kann nicht tanzen. Wer sowas umhat, muss tanzen. Samba-Gesetz. Nein, ich kann nicht tanzen. Also die Wohnung ist so generell eigentlich gut eingerichtet, nur nicht so sauber wie bei mir. Aber wenn ich mit den Leuten rede, die nachher herkommen, dass wir ein bisschen was machen, danach könnte ich vielleicht versuchen, dass ich mich hier wohlfühle. Hallo. Ich bin Sandy. Grüß dich. Eine hübsches Mädchen, aber auf Triebe hat sie ein bisschen mehr. Ich habe ein kleines Problem. Also deine Freundin, sie zeigt sich ja sehr offen und sehr sexy, finde ich. Und mein Freund Andreas ist natürlich jetzt da oben mit deiner besten Freundin. Und ich habe richtig einen dollen Bammel davor. Falls jetzt deine Freundin für meinen Freund strippen tut und da bewegt sich irgendwas. Weil Andreas ist so ein Typ, er will unbedingt einen Dreier. Und ich möchte halt nur, dass er nicht gerade dann so, naja, so etwas. Du machst also fremdgeht. Ja, genau. Also ich habe ja schon Vertrauen zu ihm, aber wenn er dann halt immer mit seinen Dreier ankommt, dann habe ich schon ein bisschen Angst. Mach dir keine Sorgen. Also wenn sowas dazu kommt, dann musst du einverstanden sein. Also du, also die drei, ja, drei, so wollen ja auch. Na. Okay. Vanja, ihr habt mir in der Videobotschaft gesagt, mit den High Heels tragen. Ja.
jeden Tag und üben, üben, üben. Muss ich das unbedingt machen? Ja. Ich habe vor über ein Jahr lang keine High Heels mehr getragen. Aber du kannst versuchen, willst du nicht? Ich kann es versuchen, also, ja. Ja, ich kann dir dabei helfen. Das kriegen wir schon hin. Ja, wir kriegen das. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Tage. Ich bin gespannt, was herauskommt. Ein neuer Morgen, ein neues Lied. Und deine Sonne weckt in mir die hellen Töne. Für dich. Aber schön. Ja, Vorsicht, heiß, 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 heiß. Und hast du gut geschlafen? So. Ich war oft wach. Aber du machst mir so ein bisschen einen traurigen Eindruck. Ich war halt noch nie so lange von meinem Sohn hier drin. Das waren vielleicht nur mal 2 Nächte gewesen. Aber jetzt alle beide da oben alleine zu lassen und dann stellt sich noch raus, dass da oben eine Stripperin ist, das macht mir schon ein bisschen Angst. Ach, das machst du. Da brauchst du keine Angst zu haben. Ich sag, ich wie ich Vanya kenne, sie wird nichts Böses tun. Also ich hoffe und ich weiß, also sie wird nicht mit einem Mann schlafen oder dein Kind schlecht behandelt, weil sie ganz lieb ist. Also brauchst du dir überhaupt keine Sorge zu machen. Genieß deinen freien Tag. Ich gebe mein Bestes. Mal gucken, ob ich schaffe. Ich kann sie echt verstehen, weil Vanya ist eine sehr temperamentvoll und sie tanzt und zeigt gerne ihr Körper. Aber ich glaube, also braucht sie echt keinen Kopf zu machen. So, meine liebe Sandy. Also, Vanya hat die Aufgabe gegeben, dass du jeden Tag High Heels tragen musst. Deswegen gehen wir rein und kaufen Wäsche für dich. Wir können ja reingehen, gucken, aber ob ich welche kaufe, ist die nächste Frage. Ich probiere es erstmal aus und dann sehen wir weiter. Ah, guck mal, Sandy. Mein Gott, so viele schöne Schuhe und verschiedene Farben und Modelle. Freust du dich? Guck mal hier. Komm, das passt gut für dich. Zu dir. Oh, nee. Ganz süß. Das passt zu deiner Haarfarbe. Findest du? Sind nicht schön. Guck mal hier. Was sagst du? Nee. Oh Gott. Nee. Blumen passen auch zu dir, würde ich sagen. Deine mädchenhaft aussehen. Ja, musst du auch ausprobieren. Na? 2, die du ausprobieren musst. Vorsicht, nicht unterfallen. Okay, ist sehr hoch. Aber dafür bist du etwas größer geworden. Guck mal, du bist auch fast so groß wie ich. Oh. Oh Gott. Das ist voll kompliziert mit so welchen Schuhen. Sie ging so hängen. Ja. Das sah aus wie eine Kuh mit der Hausschuhe. Oh nee. Es drückt und tut weh überall. Und dann rutscht man und dann, naja, das ist ja auch logisch, dass ich mit denen nicht laufen kann, weil ich nur in Turnschuhen war. Sollen wir die andere ausprobieren? Okay. Sehr schön. Sehr schön, bravo. Sehr gut. Was möchtest du mitnehmen? Welche hat dir am besten gefallen? Weiß ich nicht. Warst du nicht? Ach, so. Okay, dann nehmen wir diese jetzt, ja? Wenn es sein muss. In Hamburg lässt Dancing Queen Jolie die Puppen tanzen. Und gleich die Sandy. Oh Gott. Hast du Lust, ein paar Schritte zusammen mit mir zu üben? Ja. Schön. Ja. Dann, wir müssen losgehen. Okay. Karamba! Sandy ist bereit zum Samba. Sieht so bequem aus. Jolie ist da ganz anderer Meinung. Du siehst super aus. Jetzt musst du nur ein paar Schritte mit mir lernen. Und das war's. Samba! Okay. Voll kompliziert. Ganz langsam. Ich kann das nicht. Oder mach nur ein Fassier. Bisschen bewegen, Hüfte schwingen, nach rechts. So, mach mal. So. 1, 2, 3, 4, 5.
durchstecken. Ich kann das nicht. Mach mit! Aber du musst ein bisschen Begeisterung zeigen, ne? Du sagst gar nicht. Tanz, aber tanz. Tanz, egal. Wie du tanzt, egal. So, Hände aus. So. Ich habe das Gefühl, dass dir überhaupt nicht gefällt. Also dir gefällt gar nicht. Du musst aber weiterhin üben, weil Vanya möchte gerne, dass du diese Aufgaben auch erfüllt. Also ich kann weiter üben, aber ob ich es dann am Ende kann, ist die nächste Frage. Okay, machen wir so. Können wir machen, aber kann ich mich jetzt umziehen, ich schwitze. Ja, dann lass uns umziehen, weil wir schwitzen echt hier. Das ist echt so heiß. Heute bestimmt Sandy den Kurs. Die junge Mama will frischen Wind in das Leben ihrer tanzenden Tauschfreundin Julie bringen. Hallo, Julien. Hi. Könntest du bitte kurz dein Handy ausmachen? Muss jetzt sein. Ich habe da eine Regeländerung und die möchte ich dir gerne erzählen. Also mir ist da im Schlafzimmer was aufgefallen, was mich ja erschreckt hat und das möchte ich dir gerne zeigen. Ja, Sir. Schau mal hier. Der Lichtschalter, der ist voll mit Farbe. Das ist absichtlich so. Das soll so bleiben. Das soll genau sein wie die Wand. Das ist nicht euer Ernst, oder? Doch. Ich glaube, ich bin im Irrenhaus. Das ist unser Haus und nicht dein Haus. Ist so. Ja, dann möchte ich dir noch was zeigen. Und zwar hier hinten. Sag mir jetzt ja nicht, dass es an den Boxen mit der Farbe, dass ihr das so wolltet. Oh mein Gott, diese Sache finden wir nicht schlimm, wenn das aussieht, weil das eine gute Lösung ist, wenn man hier zudeckt. Dann ist weg. Alter, ich in dem Moment wirklich gedacht, ich will mich verarschen. Das ist ja keine Lösung, die Gardinen einfach davor zu hängen. Da ist es doch einfacher, einfach einen Schwamm zu nehmen, mit ein bisschen Wasser das abzumachen. Ich möchte, dass du das nachher sauber machst. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, das hier jetzt hier sauber zu machen. Nur weil du das nicht gut findest. Du hast keinen Bock? Weil du hast jetzt mich von meiner Sport rausgenommen. Ich wollte jetzt eine Übung machen. Ich will tanzen und ich habe wichtige Sachen zu tun, als hier was zu putzen. Nee, jetzt hören wir mal zu. Das sind meine Regeländerungen. Ich musste hier auch die Aufgaben machen. Ich diskutiere da jetzt auch nicht lange weiter rum. Ich möchte, dass du das sauber machst. Das reicht mir, okay? Also wenn du willst, kannst du selber sauber machen. Oh. Hallo Tauschmama, ich bin mir nicht sicher, ob Julien deine Freundin ist. Ich habe eine Regeländerung gemacht, dass sie im Schlafzimmer deine Boxen sauber machen soll. Julien wollte es nicht machen und sagt, dass ihr Aussehen und Schminken wichtiger ist und dass sie was Besseres zu tun hat. Ich finde außerdem und Schminken nicht das Wichtigste. Ordnung muss auch sein. Warum ist sie so? Warum ist sie immer so zickig? Warum? Sie findet jede Kleinigkeit einfach anzugreifen. Das Mädchen ist nicht zufrieden, sie ist nicht glücklich. Am liebsten will ich gar nicht mehr mit diesem Menschen schreiben, ehrlich gesagt. Sie ist mir einfach zu dumm. In Hamburg steht die nächste Regeländerung an. Sandy setzt auf Provokation. Zeigt Julie jetzt ihr wahres Gesicht? Ich hätte da noch eine Änderung, dass du dich komplett abschminkst und mir mal dein hübsches Gesicht zeigst, wo die ganze Maske drauf ist. Ja, machen wir. Super. Ich glaube, sie dachte, dass ich Nein sagte, aber nur um ihr zu zeigen, dass ich das auch kann, hier zumindest in der Wohnung, ohne Schminken, bin ich zur Toilette gegangen und mich abgeschminken. Was findest du? Sehe ich schlimm aus? Nee, aber ich finde, du hast dich nicht ganz abgeschminkt. Schon, also ist alles weg. Siehst du? Also ich drücke jetzt mein Auge noch zusammen. Du hast dir ja Mühe gegeben, aber ich habe noch eine Überraschung für dich. Ja. Beziehungsweise, ich möchte gerne meine High Heels ausziehen, weil mir wirklich die Beine wehtun. Aber gleichzeitig ziehst du deine mit aus. Mach ich, kein Problem. Ich möchte, dass du diese Schuhe anziehst. Mein Gott, das ist eine Oma-Schuhe. Dann habe ich für dich noch diese Hose. Ich wiege ja nicht 100 Kilo.
Das kannst du vielleicht für deinen Mann kaufen, aber nicht für mich. Sandy provoziert weiter. Oh nein. Oh mein Gott. Jolie mit Hüftschwung im Schlabberlook. Und? Siehst du? So schlecht siehst du ja auch nicht aus. Dankeschön. Aber ich fühle mich dabei nicht so wohl. Ist ja nur für heute und mit den Sachen gehen wir nachher einkaufen. Aha, ist nicht dein Ernst, oder? Ich spinnst du was? Ich gehe nicht so aus dem Haus, gehe ich nicht mit. Ich will auch nicht. Tut mir leid. Und wenn wir nur ein paar Meter laufen? Nee, ich kann nicht glauben. Ich habe keinen Bock mitzumachen. So gehe ich nicht raus. Was ist los? Überfordert dich Sandys Regeländerung? Ja, sie verlangt zu viel von mir. Das ist nicht so leicht für mich. Die Verwandlung vom Paradiesvogel zur grauen Maus bringt Jolie an ihre Grenzen. Ich habe so mir entschieden, dass ich doch diese paar Meter rausgehe, aber nicht einkaufen. Aber ich bin froh, dass du doch die Sache mitmachst. Ja. Super. Ohne Make-up fühlt sich Jolie nackter als in ihrem Job als Samba-Tänzerin. Und ist es denn nicht auch mal schön, ohne Schminke aus dem Haus zu gehen? Nein, nicht für mich. Ich mag gerne mich in den Spiegel gucken und mich hübsch finden. Und wenn ich sehe, ja, die Haut ist nicht gerade so schön, ich habe ja Pickel und ich decke das ab, dann ich gucke jetzt an mir, fühle ich mich ganz schrecklich. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will rein. So, Juline, ich bin jetzt fertig. Bist du dann auch fertig? Und dann möchte ich gerne zur Aussprache. Ja, ich bin auch fertig. Gut, lass uns gehen. Sandy lässt das Heim der heißblütigen Brasilianerin hinter sich. Ich werde hier gar nichts vermissen. Also ich freue mich definitiv, wenn ich nach Hause komme und dann endlich meinen Alltag habe, den ich gewohnt bin. Zurück beim Frauentausch. Samba Queen Vanya trifft zum ersten Mal auf ihre Kontrahentin. Jolie und Sandy erreichen den Kampfplatz. Die 18-Jährige ahnt, beim Treffen mit der doppelt so alten Vanya gibt's Zoff. Ich denke mal, die Aussprache wird nicht so gut verlaufen. So wie das jetzt war mit den Schreiben und so, denke ich mal, dass sie da genauso reagiert, wenn ich vor ihr sitze und das im Ruhigen erkläre. Hallo. Hallo. Ich fange einfach mal an. Ich war bei dir zu Hause. Ja, das ist mir klar. Auf jeden Fall. Ich habe mir deine Wohnung angeguckt. Was willst du mir sagen, du Kleine? Also ehrlich gesagt, wenn du schon mal anfängst. Erstmal, meine Wohnung ist nicht renoviert, ne? Und du ernährst deine Kleine nicht richtig. Du bist extrem eifersüchtig und du akzeptierst sie an der Menschen, weil du einfach nur mit deinem eigenen Leben nicht zufrieden bist. Woher willst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht richtig. Ich kenne ja gar nicht, aber ich, von daher allein, was du mal geschrieben hast, wo es keinen Streit gab, keinen Grund gab, du bist einfach nur neidisch auf andere Menschen. Oder ich verstehe die Welt nicht. Weil ich hab eigentlich mit meiner Freundin alles schön für dich gemacht. Ich habe keine Aufgaben wegen Scheiße putzen. Und du wirst eigentlich sich beschweren, weil meine Freundin nicht die Scheiße Box putzen will. Dann ist sie halt so. Hätte ich sie darum gebeten, hätte sie das gemacht. Aber nicht, wie du es sagst. So eine kleine, eigentlich kleine, arrogantes Mädchen. Jetzt mal. Jetzt mal gar nichts. Jetzt so mal gar nichts. Weil ich habe nichts von dir zu hören. Hast du verstanden? Du bist 18, ich akzeptiere das einfach nicht. Ich meine das ernst jetzt, Kleiner. Ich meine das todernst. Du hast mir nichts zu sagen. Nee, komm. Kommst du? Was war denn eigentlich alles? Nee, hat sich dran lebt. Ha? Bei der Aussprache war Andreas keine große Hilfe. Doch zurück in Bad Dürrenberg macht der Familienvater alles wieder wett und lindert den Schmerz mit Herz. Ja, extra noch gestern Abend gemacht. Alles. Na warte, ich nehm dir mal. Komm mal her. Du hast mir so gefehlt. Ich will nie mehr ohne dich sein. Ich liebe dich über alles. Du bist die Frau meines Lebens. Sandy plus Andreas ist gleich Liebe.
Schön. Ich bin sehr froh, dass er wieder da ist, weil jetzt ist wenigstens wieder das normale Leben ohne viel Schönheit und sowas. Also vor allem für einen Kleinen auch mit.